Was gehört für Sie zu den tragenden Säulen des gemeinsamen Wahlprogramms der Union? Also es sind zwei Dinge. Zum einen, dass sehr klar gesagt worden ist, was für die neuen Länder in den nächsten Jahren wichtig ist, damit die Schere weiter zusammengeht. Da gibt es sehr konkrete Festlegungen. Und das Zweite, dass besonders die Bereiche Bildung, Forschung, Entwicklung und Familie sehr inhaltlich erfasst worden sind. Denn das sind Zukunftsprojekte, die wir als Union in den letzten Jahren nicht nur begonnen haben, sondern weiterführen werden.